Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietsmeet TV mit dem Christian, dem Bram, dem Jonathan und mir, dem Peter. Schön, dass ihr Hallöchen. Eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns ein Video an, was relativ neu ist noch bei uns, aber ihr habt alle in die Kommentare geschrieben, dass wir darauf reacten sollen, deswegen machen wir das jetzt. Weil wir wissen selber nicht so hundertprozentig, was da jetzt kommt. Jay hat das Video alleine gemacht, er macht einen Idiotentest und er selber weiß auch nicht so hundertprozentig, was jetzt passiert, weil, Jonathan... Ich weiß auch nicht, was sie gemacht haben. War das ein staatlich zertifizierter Test? Ja. Du hast so lange aufgenommen und da ist ein 6 Minuten 42 Video draus entstanden. Also Jonathan kann sich noch nicht so ganz vorstellen, was da jetzt draus geworden ist. Richtig. Und Christian, nein, das ist kein staatlich zertifizierter Test. Das, sind einfach so Fangfragen wie, wie vielter bist du, wenn du den zweiten überholst? Fangfragen, ja. Ja, genau. Okay. Moin moin, ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zu einem kleinen Idiotentest mit mir. Ich habe ja eine Seite herausgefunden, die heißt topster.de, die hat ganz viele Fragen hintereinander, so 50 Stück. Ich habe mir die noch gar nicht angeguckt. Ja, ihr könnt die theoretisch lesen. Versuche ich die jetzt zu beantworten. Das sind so mehr oder weniger Scherzfragen. Hier steht, nach Beantwortung von jeder Frage kannst du sofort deine Antwort mit der Musterantwort vergleichen und schauen, ob du ein Idiot bist. Frage 1. Wenn du um 8 Uhr ins Bett gehst und dein Wecker so gestellt wurde, dass du um 9 Uhr aufwachst, hast du wie lange geschlafen? Eine Stunde. Eine Stunde? Eine Stunde. Lösung. Eine Stunde, wenn du sofort einschlafen würdest. Alter, der Cut ist ja mega anstrengend für ihn. 8 Uhr ins Bett gehen und um 9 Uhr wieder wach. Wo wurde denn die Antwort gezeigt? Da drunter? Nee, da rechts neben. Oh. Ah, okay. Bram, wenn ich auf live lebe, dann ist das so. Gibt es in England den 17. Juni? Nee. Hä? What? Was ist das für eine Frage? Einige Monate haben 31 Tage, andere 30. Wie viele Monate haben 28? Ach komm, ey, so einfache Sachen. 12. Ja, also. Ist es in der Schweiz erlaubt, dass ein Mann die Schwester seiner Witwe heiratet? Was? Nein, der ist ja tot. Ja, ist ja die Witwe. Hä? Was war am 16. Ich glaube, das war ein kleiner Fehler. Okay, du kannst alle 12 heiraten. Ja. 12.1943 in Berlin. Nikolaus. Ja. Die Russen. Nikolaustag. Die Russen. Okay, vielleicht war ich auch 43 gar nicht in Berlin. Vielleicht habe ich nicht dran gedacht, dass die ja erst 45 in Berlin waren. Ich die Russen finde ich aber trotzdem überhaupt nicht an Nikolaus gedacht. Antwort, ja. Berlin schreibt man am Anfang mit B und hinten mit H. Stimmt das? Was? Was? Ja. Nein. Klar schreibt man hinten mit H. Oh mein Gott! Das ist genau das, was Bram letztens auf Twitter gepostet hat. Ja. Solche dummen Fragen. Ich hab mich so geärgert teilweise. Das glaubst du gar nicht. Wie viele Tiere nahm Moses mit auf die Arche? Zwei von jedem. Das war nicht Moses, sondern Noah. Ach ja, stimmt. Wer geht über ein Feld und bewegt sich dennoch nicht? Ja, das wird auch richtig gemacht. Also ist krass. Ah cool, also so, dann checkt der, also, sobald Ahnung, dann Noah da drin steht. Die Seite checkt halt relativ viel, was du schreibst. Cool. Ja. Was? Der Wind? Nee, warte mal. Der Feldweg? Nee. Ich weiß es nicht. Hä? Okay, es ist der Wind. Der Wind bewegt sich schon in gewisser Art und Weise. Ja. Wieso wurde die Segelflugzeugfrage übersprungen? Oh nein. Vielleicht war die nicht so lustig. Okay. Ich einhalb und zähle 10 dazu. Was kommt heraus? Wait, aber ist es jetzt... Okay, keine Ahnung. Ist es Realtime 25. Oder? Ja, komm, teile 30. Ich hätte auch 25 gesagt. Aha! Also 30 durch 1,5 sind 60, plus 10 sind 70, würde ich sagen. Es ist ja jetzt nicht Teil 30 durch 1, slash 2, das ist doch 1,5, oder nicht? Ach, so fängst du dann 20. an, oh mein Gott. Ja. Ja, nee, nicht ja, aber so wie Jay dann anfängt zu denken, weil der diese, ne, wenn du in diesem Modus bist, dass du immer nur so Fangfragen kriegst, dann fängst du, glaube ich, ganz schnell an, solche Sachen nochmal zu zerdenken. Aber diesmal war ich dumm, wie immer in Mathe. Also man hätte durch 0,5 dann quasi rechnen müssen. Ja, und dann ist 60, denn 60 mal 0,5 ist halt fucking 30 und nicht 15. Ja, okay, ergibt Sinn. Gott, 30 durch 1,5 ist 60. Aber das will man ja auch sehen. Wie oft kann man 1 von 20 abziehen?
Einmal. Unendlich oft. Oh mein Gott. Die Fragen sind so dumm. Welche Worte stehen auf dem Rand eines 1-Euro-Stückes? Alter, keine Ahnung. 1 Euro. Okay. Was weiß ich? Was the fuck? Keine Ahnung, was da steht. Ipsum Larum. Ja, keine Ahnung, was da steht. Du bist Busfahrer. An der ersten Haltestelle steigen 5 Leute ein. An der zweiten Haltestelle steigen 2 Leute ein und 3 aus. An der dritten Bushaltestelle steigen 4 Leute ein und 5 Leute aus. An der 5. Bushaltestelle steigen 10 Leute ein und 2 aus. Wie heißt der Busfahrer? Herr Jonathan. Warum ist das falsch? Kann ein Kind, das westlich von... Ja, wurde mir falsch angezeigt, fand ich frech. Ja, das ist auch frech. Weil da kein X war. Das ist echt frech, ja. Warum ist das falsch? Kann ein Kind, das westlich von New York lebt, in Manchester begraben sein? Ein Kind? Ja. Also, fragen Sie mal. Das sind die Videos, die ich erwarte bei When People Die Inside, ey. Oh, Mann, ey. Der Blick war wirklich stark, ey. Natürlich kann ein Mensch, der westlich von New York lebt, weil du halt einfach nach Westen gehst, halt begraben sein. Begraben. Aber der lebt ja nicht tot mehr. Ja, aber der hat da gelebt. Das ist der gleiche Shit wie bei den Führerschein-Fragen mit dem Deutsch. Die Fragen sind aber auch wirklich dumm mittlerweile. Du hast ein Haus, bei dem alle Wände nach Süden zeigen. Es kommt ein Bär vorbei. Welche Farbe hat er? Braun. Ja, wegen den Wänden. Ach so, oh mein Gott. Du hast ein Haus, bei dem alle Wände nach Süden zeigen. Weil sonst ja, das heißt, du stehst anders sonst wohl. Das heißt, du musst genau oben im Norden. Ja, okay, verstehe. Ja. Ja, denkst Braun. Natürlich richtig dran. Nee, da hätte ich auch niemals dran gedacht. Wie viele Rillen hat eine LP? Eine Langspielplatte. Alter, ich sag mal 0. Heißt Furche. 2 auf jeder Seite heißt eine. Heißt Furche. Okay, ich hab keine Ahnung, was Rillen sind. Klaus fiel von einer aufgestellten 7 Meter hohen Leiter. Wieso blieb er unverletzt? Was? Wieso blieb er unverletzt? Glück. Er fiel von der ersten Sprosse. Du kannst dich trotzdem verletzen. Süden ist dort, wo der Daumen links ist. Kannst du das beweisen? Oh, scheiße. Hä? Wenn ihr meine Hand seht, ist das hier links. Für mich. Außer okay, so. Ist das geil. Dann ist sie halt rechts. Ich sag einfach mal nein. Ich hab keine Ahnung, was jetzt für eine dumme Antwort kommt. Heißt es 5 plus 7 gleich 13 oder 5 plus 7 ist 13? Das ist 3 ist 12. Bin ja nicht dumm. Warum baut man neue Häuser? Zum Wohnen. Alter. Ey, die hab ich echt alle diese Fragen. Die sind so dumm. Die sind so dumm. Schön. Alter Vater, sind das dumme Fragen. Das ergibt 7 und 7 und 7. Ganz fein. Lass mich raten. 7? Ja. Alter, feiner Sand. Wie viele Leiter bräuchte man von der Erde bis zum Mond? Geht nicht Schwerkraft. Geht nicht Schwerkraft, was ist die Scheiße? Man wenn hat was. Weg! Ja, wieso denn, das wenn geht du, nämlich wenn nicht. Du die, wenn ja, was denn, wenn du eine lange Leiter hast, die bis zum Mond geht, dann bist du teilweise in der Schwerelosigkeit. Der Teil ist größer, der Bereich. Ja, aber wenn du die an der Erde festtackerst und am Mond, was passiert? Das steht da nicht! Ja. Du musst aber Übertragungsleistung zeigen. Geht nicht, Schwerkraft, verfickte Scheiße. Man hat was in der Tasche und hat doch nichts in der Tasche. Was kann es sein? Luft. Luft kann auch sein! Wo wächst der beste Wein? Was wäre eine smarte Antwort hier drauf jetzt? Am Weinberg. Da, wo der beste Wein wächst. Hä? Weinberg, keine Ahnung. Weinberg. Gott, ich weiß nicht, was da jetzt für eine dämliche Antwort kommt. Wein wächst nicht, Reben wachsen. Okay, das heißt Weinrebe. Bullshit. Was macht der Glaser? Ich hab extra gegoogelt, weil ich dem nicht geglaubt hab. Das ist lächerlich. Komm jetzt, blasen. Wenn er kein Glas hat, es produzieren. Er trinkt aus der Flasche. Alter, willst du mich komplett verarschen? Ich schreib nicht mal was Falsches hin. Woher kommt eine Ente, die in Duisburg im Rhein schwimmt? Aus Duisburg.
Okay, das ist falsch. Eine Taube kann eher 1500 Kilogramm Weizen fressen als ein Pferd. Stimmt das? Wenn ich jetzt ja mache, ist es Quatsch. Man kann nur Stroh fressen. Nein. Ja, eine Taube frisst kein Pferd. Alter. Er will aber die Frage noch mal tun. Er kann eher Weizen fressen als ein Pferd. Ja, komm, ey, Alter. Ich hab mich mega aufgeregt, dieser Test. Quatsch. Man kann nur Stroh fressen. Nein. Ja, eine Taube frisst kein Pferd. Alter. Ich hab 54% der Fragen richtig beantwortet. Alter, es ist halt einfach absolut dumm, dieser Test. Fühl mich echt verarscht und wie ein Idiot. Haut rein, ciao. Oh mein Gott. Das war schön. Das war echt lustig, muss ich sagen. Sind die Fragen immer gleich? Ja. Ja. Auf der Seite schon, gibt bestimmt noch andere Seiten. Schönes, kurzweiliges Video. Ja, finde ich halt auch. Genauso wie dieses React. Danke, dass ihr das vorgeschlagen habt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hat uns sehr erheitert. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten React. Haut rein. Tschüss.